Füllsung, Maschinerschleifen ist scheiße, mit dem Automaten wird zu viel weggenommen. Das Beste ist das Feilen. Ja, ist richtig. Aber selbst beim Feilen, das muss echt richtig gemacht werden, weil ich zeige euch heute mal ein paar so geile Exemplare, weil das Feilen definitiv nicht funktionieren soll. Einen schönen guten Morgen wieder aus Amberg, Motorgerätehaus Kraus. Wenn ihr es mittlerweile schon wisst, mein Name ist Kraus Roland. Heute haben wir ein Thema, das eigentlich 1000 Facetten hat. Und zwar geht es heute ums Kettenschleifen. Und da kommen wir eigentlich dann schon zu den verschiedenen Mitteln des Schleifens. Okay, ich such's gleich vorweg. Wir haben eine Hexaketten. Lange gewartet. Ich kann euch aber gleich einmal einen Wind aus die Segel nehmen. Der ist immer noch nicht lieferbar. Ich hab's durch gute alte Quellen erreicht, ohne zu kriegen. Mehr suche ich nicht dazu. Guten Freunden gibt man ein Küsschen. Richtig gute Freunde schicken mir eine Hexaketten. Fangen wir einfach mal mit der Kette an. Ich habe es einfach auf 400er montiert. Eine normale Kette ist rund geschliffen. Und die Hexakette ist eben durch eine Sechskantfeile eckert geschliffen. So, das ist der Unterschied, aber wir wollen heute über das Schleifen reden und nicht über die Kette an und für sich selber. Schleifen kann man, wie gerade schon gesagt, mit Maschinen oder mit der Feile. Feile ist das Schonendste, man nimmt grundsätzlich immer am wenigsten weg. Dadurch hat man auch von der Lebensdauer der Kette das beste und schnellste, also längste Ergebnis. Grundsätzlich beim Ketten, Feilen, Schleifen etc. pp. Das Wichtigste sind einfach die Winkel, die vom Hersteller vorgegeben sind und die dafür auch sorgen, dass man eine vernünftige Standzeit erzielt und eine vernünftige Schnittleistung. Weil mache ich den Schärfwinkel zu scharf, ist sie zwar super scharf, aber die Standzeit geringer. Das ist wie mit einer Rasierklinge. Rasierklinge wird mit zwischen 3 und 5 Grad geschliffen, verflucht scharf, aber wenn man auch weiß, ein bisschen Bartstoppeln sorgen schon dafür, dass das weniger wird. Und zwar bei Stiel haben wir auf die Schachteln der dementsprechenden Kette immer schon gleich die vorgegebenen Winkel. Also das Zahndach soll hier mit 30 Grad geschliffen werden. Unterschied gleich mal zur Hexakette. Hexakette wird nur mit 25 Grad geschliffen. Resultiert aus diesem sogenannten Kantenschliff. Der Schärfwinkel von der Schneide ergibt sich bei zum Beispiel jetzt der 325er Ketten bei einer 4,8 mm Feile. Dann habe ich die Schneide, den Winkel, der ja auch ausschlaggebend ist, weil scharf die Ketten ist und eben die Standzeit, im Normalfall bei 30 Grad wird so vorgegeben. Die einen haben das drauf, die machen das vielleicht tagtäglich, die arbeiten einfach nur mit der ganz normalen Rundfeile. Das ist auch für einen Geübten überhaupt kein Problem. Und zwar, der schnappt sich da. Im Idealfall gibt es auch noch ein Schärfgitter, das man hinmachen kann. Aber die haben das, ich sage immer, die haben es im Urin und halten ihre 30 Grad vom Zahndach ein und feilen das Ganze dann auch so, dass man sagt, das wird schneiden und eine vernünftige Standzeit erzielen. Für den Ungeübten gibt es wirklich sehr, sehr viele Helferlein, die das Ganze sehr einfach machen. Weil das Problem ist beim Ungeübten, wenn der mit dieser Feile arbeitet, da habe ich auch schon ein paar Negativbeispiele mitgebracht. Das ist das Paradebeispiel, wenn man es nicht machen soll. Das wären jetzt ungefähr 30 Grad Schliff und der Zahn ist ungefähr so geschliffen. Also wenn wir bei 15 Grad irgendwas sind und der Zahn davor und dahinter ist das gleiche. Das passiert halt, wenn man mit der Hand feilt und keine Anschlaghilfen hat. Also 30, 15. Grundsätzlich ist es so, der Rechtshänder ist im rechten Arm immer stärker als im linken. Also feilt er die Zähne links, rechts unterschiedlich. Und dann haben wir genau das Problem, weil jetzt bei der Kette, ich kann da jetzt auch den Messschieber mal herhalten und dann sichert man es direkt. Hier haben wir so einen Klassiker. Die rechten Zähne sind länger als die linken. Sorgt also dafür, dass die Schiene, wenn man ins Holz einschneidet, irgendwann schief geht. Klemmt sich, geht nicht mehr weiter. Viel meiner, dann ist die Schiene kaputt. Nein, ist nicht so. Es ist in vielen Fällen eine falsch geschliffene Kette. Das nächste Problem bei der ganz normalen Rundfeile hat man einfach dadurch, dass man den Zahn irgendwann unterfeilt. Unterfeilen ist
sehr kontraproduktiv, weil irgendwann fällt man ins Antriebsglied, schwächt das dadurch und dann reißt auch die Kette. Da haben wir den Klassiker eben vor einem richtig gut unterfeilten Zahn. Also hier oben wäre die Schneide und hier ist gefeilt worden. Also wenn ich jetzt da einfach mal die Feile einlege, ja, da kommt oben an der Schneide nichts mehr an. Und wir feilen jetzt schon da unten in der Nähe des Treibglieds. Die Kette wird reißen oder der Zahn abbrechen, weil man sieht ja auch schon da ist es schon sehr dünn. Und auf der Kette, super Beispiel, es fallen schon vier, da ist nur einer. Eins, zwei, drei, vier sind schon weg, bis das der nächste kommt. Und eben, um es zu verhindern, dass man unterfeilt oder der linke und der rechte Zahn unterschiedlich lang sind, weil sie ja dann schief sägt, gibt es sehr, sehr viele Helferlein, von günstig bis für einen Hobbyanwender bis teuer für einen Profi-Anwender, der was halt einfach öfters braucht. Und das erkläre ich euch jetzt einmal ein bisschen. Und zwar, hier haben wir die ganz normale Rundfeile, die gibt es im Schärfset, wo ich auch echt ein riesen Fan davon bin, weil in dem Schärfset ist diese Rundfeile gleich einmal auf einer Schablone montiert. Und auf der Schablone sind schon die ganzen Grad eingeschlagen, die für diese Kette, also eben 3 Achtel Pico oder ein Viertel sogar, ideal sind. Da haben wir die 30 Grad und wenn ihr Längsschnittketten machen wollt, das haben wir eben beim Thema, Längsschnittkette, das heißt, wenn ich die Faser der Länge noch durchschneiden will, wenn ich Bretter oder Balken oder irgendwie sowas schneiden will, dann habe ich da meine 10 Grad. Genau, also oben die 10 Grad und unten und in der Mitte die 30 Grad. Eben 30 Grad, um hier exakt diese eingeschlagene Linie, den wir genau mit der Schiene parallel verlaufen. Dann hänge ich meine Feile auf den Zahn und kann jetzt schön ansteigend, wichtig, meinen Zahn feilen. Ja, man sieht schon, selbst ich wackel jetzt auch noch, aber man minimiert den Fehler schon gleich mal, dass man entweder so oder so das Ganze zu spitz oder zu stumpf macht. Und diese Feillehre, diese montierte, die finde ich persönlich super gut, weil man auch nimmer unterfeilen kann. Also das, was ich gerade schon erklärt habe, mit den Zahn unterfeilen und ins Treibglied einzufeilen, das kann man bei der Feillehre gar nicht mehr passieren, weil das Zahndach liegt schon auf einer der beiden Seiten auf und die Feile hat dann auch den optimalen Schärfwinkel von 30 Grad. Genau, so liegt es drin. Dann feilt man und ab und zu mal wieder locker dran, die Feile dann um ja, 90 Grad dran, dass die Feile sich auch rundrum gleich abnützt. Ganz wichtig. Feile. Zu mir kommen oft Kunden, wollen eine Feile haben. Ja, danke. Und ich mache das jetzt mit einer alten Feile. Hier haben wir die Feile. Kriegen die Feile von mir? Ja, danke. Danke ist nicht gut, weil das Fingerfett sorgt ganz schnell dafür, dass diese extrem raue Oberfläche mit die scharfen Zähne der Feile das Rosten anfängt und damit ist sie stumpf. Also wie gesagt, neue Feile kaufen, am besten in der Originalschachtel oder dann in der Briefkuvert stecken, dass euch der nicht rosten wird. Langt es nicht mit den Fingern hin, ganz, ganz schlimm. So, so viel dazu. Auf jeden Fall, das war jetzt unsere Feile im Schärfset von Stiel. Ist schön kompakt in einem Etui aufgehoben, finde ich cool. Ist auch gleich der Tiefenbegrenzer. Die Tiefenbegrenzerfeile, der ist gleich im Schärfset dabei. Und zwar beim Tiefenbegrenzer sind wir schon beim nächsten Thema, die Feillehre. In dem Set ist alles dabei, was ihr braucht. Und zwar jetzt in dem Fall die 3 Achtel Pico-Teilung. Mit dieser Feillehre habe ich auch wieder meine 30 Grad, meine 10 Grad. Kann das Ding auch gleich zum Ausputzen der Schiene nehmen. Und ganz wichtig, hier haben wir den Tiefenbegrenzer. Indikator. Setzt man drauf. Genau. Und alles, was jetzt hier übersteht, macht man mit der Flachfeile weg. Also dann einfach zack, bis das passt. Also in dem Fall, die Ketten ist fabrikneu. Da muss nur passen. Genau. Und darum brauchen wir auch nichts wegnehmen. Also in dem Schärfset ist, wie gesagt, alles dabei und ist sauber aufgerannt. Ist auch vom Preis-Leistungs-Verhältnis her echt günstig, selbst für einen Anfänger geeignet. So, so viel dazu.
Das nächste, sehr umstritten, ich finde es cool. Das ist das 3-in-1 Chefset. Da ist im Prinzip alles schon integriert, was im Chefset auch dabei ist. Da sind die Rundfeilen drin, da ist die Tiefenbegrenzerfeile drin. Der Riesenvorteil ist der, ich mache in einem Arbeitsgang Tiefenbegrenzer und Zaun. Das ist ein, ja, man kann denken, das ist schief gebaut. Nein, das ist exakt wieder die 30 Grad, die wir eben brauchen. Hier also Markierungen zwischen eingeschlagen, dass ich immer schön meine 30 Grad feilen kann. So, das waren jetzt die linken Zähne. Einmal das Ganze drehen, dann habe ich da wieder meine Motorsäge, das Symbol. Dann kann ich die rechten Zähne auch wieder feilen. Und wie schon gesagt, es wird der Tiefenbegrenzer in allen Zugmünden genommen. Geile Geschichte, bin ein riesen Fan davon. Also das Ding ist nahensicher. Und ich kann auch die ganzen Feilen, wenn sie stumpf sind, auswechseln. Das sind die ganz normalen Rundfeilen, die ja im Holzgriff verwendet werden. Und wie gesagt, ich sage es euch wieder, langt es nicht an. Nehmt ein Werkzeug, fieselt es euch. Genau, bis dass das Ganze passt. Ausgewechselt, Klappe zu, einsatzfähig. So. Dann kann man natürlich auf die Oldschool-Varianten gehen. Sogenannte Feilgeräte, die man jetzt auf die Maschine montiert. Kann auch hier meine 10 Grad Steigung von der Feile einstellen, meine 30 Grad Schärfwinkel. Habe aber dann immer nur das Risiko, dass ich mit der unterfeilen kann. Also, ich meine jetzt, gut, das ist jetzt die Hexaketten, nicht erschrecken. Auf jeden Fall, ja, ist relativ umständlich. Ich persönlich bin kein Fan davon. Manche wollen das noch. Deswegen gehe ich auf das Teil auch nicht näher ein, weil es auch wirklich schon sehr alt und sehr bekannt ist. Ja, und wer wirklich viel feilt und sagt, nee, er will sich jetzt ein Schleifgerät zulegen, das gibt es im Zubehör. Das ist vom Preis-Leistungs-Verhältnis für mich persönlich eines der attraktivsten. Kostet zwar eine Liste 339, aber alles, was günstiger ist, darf ich persönlich die Finger davon lassen, weil einfach die Einstellmöglichkeiten nicht gegeben sind. Nur dazu ist bei dem Ding super geiles Zubehör und super wichtiges Zubehör dabei, wie jetzt zum Beispiel der kleine Schleifstein. Wenn man sieht, die Scheibe, die ist nicht so, der wird dann irgendwann mal nicht mehr rund sein. Der arbeitet sich schräg ein und dann hat man auch kein gutes Schleifergebnis mehr. Darum, da ist ein Abrichtstein, nennt sich das dabei, dass auch die Scheibe immer schön rund ist, ähnlich wie die Feile. So viel zur Scheibe. Es sind drei Scheiben dabei, Tiefenbegrenzerscheibe, für die kleiner bis 3,25er Teilung, eine 3,2 mm dicke Scheibe und eine 4,2 mm dicke Scheibe für die größeren Ketten. 3,8er, 4,04er Teilung. Aber jetzt mal zu den Einstellungen. Und das ist das Wichtigste an dem Teil. Ich habe hier eben, wo ich einstellen kann, dass der Schärfwinkel vom Zaun her passt. 90 minus 30 Grad, den wir brauchen, sind 60. Also haben wir jetzt schon mal den Schneidewinkel. Dann haben wir die nächste Skala. Unser Zaundach soll ja mit 30 Grad laut Hersteller geschliffen werden. Wieder 30 Grad. Und ganz wichtig ist, dass ich diesen Pfeilbock, wo die Kette dann drauf sitzt, verstellen kann. Weil die Scheibe wird ja irgendwann durch den Abrieb kleiner. Und es ist wichtig, da haben wir mal die Ketten drauf. Es ist nämlich ganz wichtig, dass die Scheibe, die dann nach unten trifft, immer am tiefsten Punkt der Scheibe auftrifft. Also jetzt müssten wir hier sogar auch gleich ein bisschen vorgehen. Also haben wir schon mal ganz grob die Einstellungen, die wir haben wollen. So, der Zaun ist übrigens schon gleich mal wieder so ein Paradebeispiel, wie ihr nicht ausschauen sollt. So, Anschlag passt. Und jetzt kann ich dann auch von der Tiefe her noch einstellen, wie weit ich in den Zaun nach unten schleifen will. Ganz wichtig ist nicht unterfeilen, das geht nämlich mit dem Schleifgerät genauso. So, jetzt sind wir nur zu hoch, jetzt passt es. Und jetzt hätte ich eigentlich genau den idealen Schärfwinkel und die Schärftiefe mit der Scheibe. Und ganz wichtig, das kann auch das Gerät, die Kette sitzt ja jetzt locker drin, die wackelt. Dann kann ich hier schon gleich mal ein bisschen einstellen, manuelle Klemmung, ein bisschen das Ganze vorklemmen. So, aber wie gesagt, wir klemmen es ein bisschen vor, dass ich noch zählen kann. Passt. Und den Rest erledigt der Hebelmechanismus vom Runterdrücken. Das zeige ich euch ja gleich nochmal, dann machen wir die Ketten raus. Hier wird die Kette richtig geklemmt in dem Moment, wenn
der Zahn geschliffen wird. Und dann ist das Ding fest, weil wenn der Zahn wackeln kann, habe ich wieder Schleiftoleranzen drin. Das heißt, der eine wird länger, der andere wird kürzer und schon schneit es wieder schief. Wollen wir nicht. So, soviel zu dem Schleifgerät. Wie gesagt, ist eine etwas teurere Variante als jetzt zum Beispiel die manuellen Methoden zum Schleifen. Und wer es richtig krachen will, der kauft sich einen Vollautomaten. Wenn so einer gewerblich betreibt, dass er halt wirklich sagt, nein, ich habe jetzt so viel zum Schleifen, ich kaufe mir jetzt einen Automaten. Und in dem Sinn stelle ich euch mal jetzt unseren Franz vor. Der Franz ist ein Häusl weiter. Ja, also, das ist der Franz. Und Franz ist ein sehr fleißiger Mitarbeiter, solange man immer noch Futter gibt. Und hier haben wir die Ketten, die zum Schleifen sind. Also so natürlich ganz viel, ja, der Automat nimmt zu viel weg. Nein, das ist nicht richtig. Grundsätzlich ist es so, wenn man mit Automaten, also oder allgemein mit Schleifgeräten, das ist wurscht, ob ich das manuelle Schleifgerät nehme mit Motor oder das, wenn ich zu viel wegnehme, dann glüht der Zahn aus. Und deswegen, wir machen das wirklich so, wir schauen uns die CA an, und wir gehen nie vom kürzesten aus, sondern wir schauen uns die gesamte Kette an und dann sagt man, okay, das sind alle gleich. Wir stellen das ganz fein ein, dass da wirklich wenig weggekratzt wird, dass das A nicht das Glühen anfängt und B nicht der halbe Zahn weg ist. Weil so eine Kette kann man 10 bis 15 Mal an einem Automaten schleifen. Man muss bloß richtig machen. Ja, am Ende des heutigen Tages wieder mal ein Fazit. Fazit ist das, grundsätzlich beim Feilen, es ist wurscht, ob ich das mit der Hand oder mit der Maschine mache. Wichtig ist das Einhalten der Winkel, dass das alles passt. Und wenn mit der Maschine gearbeitet wird, nicht beim schnellen Feilen zu viel wegnehmen, sonst ist der Zahn kaputt. Auch wichtig, das Unterfeilen, wie gesagt, schön oben feilen. Wenn man es nicht so drauf hat, kauft euch die Hilfen dazu. Die kosten ein bisschen Geld, ist aber wirklich echt das Gold wert. Und das Unterfeilen, da kommen wir wieder zur Hexakette. Hat man mit der Hexakette minimiert bis ausgelöscht. Ich zeige es euch anhand der Schachtel, weil wir haben noch keine Feile dazu. Deswegen kann ich jetzt auch noch nicht näher auf die Ketten eingehen, aber so viel schon mal vorweggenommen. Wenn man schon hier sieht, es ist an der Ober- und an der Unterseite wie so ein Buckel, der ist durchgängig und die Feile ist nur an den linken und rechten Flanken ja, schneidend. Oben und unten ist die mehr oder weniger glatt. Und zwar liegt dann die Feile, die Unterseite hier im Zahn und rutscht sozusagen über den Zahnboden gleichmäßig nach hinten und kann den Zahn dadurch nicht unterfeilen. Also der Winkel ist dann exakt hier drin und wandert auch diese Spitze nicht nach unten oder nach oben. Grundsätzlich ist es so, mit der Hexakette ist das Rad nicht neu erfunden worden. Diesen Kantenschliff gibt es schon länger, wird schon länger praktiziert, aber der Riesenvorteil der Hexakette ist schon gleich einmal, das Unterfeilen ist eigentlich weg und macht es auch den Laien und den Anfänger wesentlich einfacher, die Hexakette effektiv und gut nachzufeilen. Wir haben leider keine Hexafeile da, die ist aktuell noch nicht lieferbar, aber bezüglich der Hexakette kommt mit Sicherheit noch ein eigenes Video. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und lasst ein Like da, Wünsche, Beschwerden, Anträge. Wie immer, am Ende des Videos könnt ihr auch jederzeit schicken, schreibt es in die Kommentare und abonniert unseren Kanal. In diesem Sinne, euer Roland vom Motorgerätehaus Kraus. Bis zum nächsten Mal. Servus.